Neun, neun, warum müssen es gerade neun sein? Neun Leutnants, die wir töten sollen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Dann nehmen wir uns der ganzen Sache mal an. Hier ist der erste. Dann gehen wir dahin. Des Arno muss eine kleine Sondersteuer erhoben werden. Immer diese bösen Überflutungen, ja. Kann ich verstehen. Du komischer Bettler, lass mich in Ruhe. Ja. Da kann ich eigentlich auch hier mal schnell hoch. Dann auf diesen Typ da seitlich drauf scheißen, ne? So, Leutnant. Lehnt das Gemeine und Materielle ab! Sucht euer Heil in den Flammen! Attentat auf den verblendeten Künstler. Okay. Krieg mal hin. Und das natürlich bei Nacht, okay. Sperrgebiet. Auf dem Sprungbrett sprinten. Heute rufe ich euch also an, diesem Treu abzuschwören. Ich sehe den gar nicht. Da drüben oder was? Ja, ich glaube, der soll das sein. Ist es eigentlich K.O., wenn ich hier gesehen werde? Nö. Denn wenn Perfektion göttlich nicht so direkt. Es schien rechtschaffen zu sein, eine Form des Gebets. Und wenn andere meine Kreationen anschauten und etwas von Gott darin erkannten, nun würde es sie ihm nicht auch näher bringen? Also hielt ich mich für einen Altruisten. Mein Schwörer, ein Prediger, Führer derer, die es ist nichts passiert. Aber in Wahrheit wurde ich getäuscht. Der Teufel ist abgefeimt und seine Kniffe vielfach. Ich hielt meine Arbeiten für Fenster. Doch in Wahrheit waren es Tore. Tore, die es seinem schlechten Einfluss. Ach so, der wird ja auf der Karte markiert. Meine Kunst half den Menschen. Ich gehe mal nach. Und tschüss. Dann hätten wir einen von neun erledigt. Bleiben noch acht. Was habe ich nur getan? Ihr habt nicht aus freien Stücken gehandelt. Tat ich doch. Mein eigener Selbstzweifel ließ ihn mich so kontrollieren. Es tut mir leid. Und auch mir. Das hier ist keine leichte Entscheidung für mich. Requiescat in pace. Und tschüss. Bin dann mal weg. Den hol ich mir. So. Ja, kommt ruhig her. Wenn du das hier überlebst, wird deine Häutung ein Vergnügen sein. Ihr werdet mich nicht häuten. Verdammt, ich verliere ihn. Und tschüss. Der erste Mob ist angezettelt. Ja, hahaha. Dann wollen wir mal den nächsten Mob vorbereiten. Ich würde sagen, hier drüben. Ich habe nichts getan. Oh ja, dann fickt euch halt, meine Güte. Dann machen wir halt die gut altbewährte die Scheiß drauf Methode. Die funktioniert nämlich echt gut. Okay.
Lachu, da! Lachu, da! Da! Ja, ja, ihr mich auch. Na, ja, dann verliert mich mal. Schön aus dem Gedächtnis, wenn ich bitten darf. So. Volk von Florenz, kommt, sammelt euch. Hört meinen Worten gut zu. Das Ende naht. Jetzt ist der Moment zur Reue. Fleht um die Gnade Gottes. Der jüngste Tag, okay. Dann erledigen wir den eben. Seht ihr es nicht? Die Zeichen sind überall. Aufstand. Ach, der Typi. Okay. Da ich eh dauergesucht bin, kann ich da einfach reinrennen. Wir haben ja vorher gelernt, dass es egal ist, ob ich entdeckt werde. Boah, der flieht ja. Der flieht ja. Ja. Ach, Ezio, du hast den Falschen anvisiert. Ich bin nicht hingefallen. Nee, nee, ich nicht. So. Eigentlich will ich ja... Euer Verstand. Ihr scheint ihn unter Kontrolle zu haben. Nicht alle von uns mussten getäuscht werden. Ich glaubte bereits, alles, was ich sagte, ist wahr. Nichts ist wahr. Was ich tue, ist nicht leicht. Requiescat in pace. So. Weil ich will eigentlich alle neun in diesem Part hier hinbekommen. Deswegen kann es sein, dass ich den Part dafür vielleicht etwas länger mache. Nach so, jetzt soll ich erstmal irgendwie anonym werden. Ja, ihr mich auch. Ihr mich auch. Der Bastard, wie ihr ihn nennt, ist zu schnell für euch. So. Ja, wo ist er denn hin? Hä? Jackie Ned, der muss weg sein. Und der nächste Mob ist angezettelt. So. Darf ich dann? Ja, ich darf. Okay. Dahin, zack. Ganz schnell. Ganz fix. Was für runter hier? Nein, ich töte. Nicht du schieße, ich töte. Und schießi. So, die Frage ist jetzt, wie komme ich am besten? Ja, rumturnen, siehst du doch. Guck mal, ich bin weg. So. Die Frage ist jetzt, wie komme ich am besten... Oh. Nach da drüben. Und tschüss. Ja, das wird doch sicher auch wieder auf dem Dach sein. Ja, da sieht man es auch schon. Okay, ich habe es irgendwie nicht richtig gemacht mit dem Sprungbrett. Zum Sprinten. Ach so. Ja, ich soll beides gedrückt halten einfach. Okay. Dann macht sich das also automatisch. Non si passa. Hört ihr mich? Bis ihr euch nicht alle unterwerft und euch dem Propheten Savonarola anschließt, wird diese Brücke verschlossen bleiben. Ah, die war glaub ätzend. Das war glaub ätzend. Mal schauen, wie gut ich es hinbekomme. Ihr sagt, ihr habt Dinge zu tun, Orte aufzusuchen, Pflichten zu erfüllen. Mal schauen. Ha! Es gibt nur eine Pflicht. Unterwerfung. Warum aufnehmen? Warum kämpfen? Die Stadt ist unser. Eure geliebten Medici haben euch verlassen. Sie sind geflohen, um in Selbstmitleid zu vergehen. Ich sehe ihn.
Und tschüss. Wo ist der Land? Ich sehe ihn! Da! Alle Menschen sind gleich in den Augen des Herrn. Und so sollen wir in Florenz sein. Und tot. Und du auch. So. Die Frage ist halt... Ach, der ist da drüben, okay. Ich will nur helfen. Euch in eine neue Zukunft führen. Akzeptiert unser Geschenk. Hört auf, ab... Wo rennst du denn hin? Woher? Was versteckt er? Nun, wie willst du gehen? Ja gut, dann werde ich dich halt auch darunter dingsen. So. Wieso springt der nicht runter einfach? Geht doch. Weil mein Ezio so blöd ist und einfach runterfällt und jetzt hier nicht hoch will. Florins darauf, dass ich ihm beide Ohren abschneide, während er noch lebt. Ich kriege ihn doch! Ja, wieso machst denn du kein Attentat mehr? So, lasst mich schön in Ruhe. Ich will den nur und doch nur kurz erledigen. Ich sagte, lass mich in Ruhe. So. Die da drüben gucken einfach zu auf dem Dach. So, den dritten. Ihr tragt die Kleidung des Adels. Wie konnte Savonarola euch blenden? Reichtum und Macht garantieren nicht Zufriedenheit. Ich wollte noch mehr. Und jetzt habt ihr stattdessen nichts. Das hier musste einfach getan werden. Requiescat in pace. Und tschüss. Komm schon, die sehen mich nicht. Ich bin doch bestimmt gleich ein... nicht mehr. Du Idiot. Du hättest noch leben können. So, so, ich sehe ja, wenn ich gesucht wird, gar nicht, wo das nächste ist, ne? Dann springe ich halt einfach mal da runter und tauche mal schön ein. Und schon ist alles chillig. Und der nächste Mob ist angezettelt. Wow, das werden langsam richtig viele. So, wohin nun? Ich würde sagen, hierhin. Alle Leutnants vom Dingster töten, ja. Yeah. Wir wissen schon, was wir zu tun haben. Nur sehe ich irgendwie meine Markierung nicht. Das gefällt mir nicht. Ich hab das doch markiert. Ich hab das doch markiert, zum Geier. Ja, habe ich auch. Das müsste... Ja, jetzt sieht man es auch. Okay, cool. Es freut mich, dass man es jetzt auch sieht. Ja, danke. Ich find's auch sehr unterhaltsam hier. Dieses Assassin's Creed. Ist schon ein super Spiel. Nicht der zurückhaltende Typ, wie? Ja, aber bei dem sagt er nichts. Bei dem kommunischen Tipski hier. Ups. Ich hab den Falschen erwischt. Im Moment kennst du nur meine schlechte Seite. Übertreib es nicht. Denn meine gute Seite. Ja. Ist mir doch egal. Welche Seite von dir ich kenne, weil du kannst eh nichts. Ja, laufen. Dass die das immer wieder fragen. So. Sichert diese Kisten.
Wir können nicht erlauben, dass der Inhalt in falsche Hände gerät. Na, wahrscheinlich muss ich es doch splitten. Und gestern an Bord des Schiffes kommen oder halt überziehen. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. Mal sehen, wie direkt ich da rein kann. Müssen Sie Savonarola als wie die Medici noch irgendeinen Eingriff. Ach, hier muss ich jetzt auf einmal. Ist doch doof. Och nö. Ja gut, dann split ich. Weil das wird jetzt ein Weilchen dauern. Wenn ich jetzt gezwungen werde, hier zu schleichen, dann wird das jetzt definitiv ein Weilchen dauern. Wenn Sie essen wollen, müssen Sie Savonarola als Führer. Ey, ich bin doch noch gar nicht beim Sperrgebiet. Da ist kein Sperrgebiet und die scheißen mich schon an. Was soll das denn? Was soll das denn? Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. Mal sehen, wie viel sie aushalten, wenn ich sie ihnen von oben meine Klinge in den Kopf ran. Ach, wenn ich da was schieß, werde ich entdeckt, ne? Ich sah sie als Schutzherrn an. Aber das war bevor der Prophet meine Augen öffnete. Der Prophet, ja. Dann sah ich das. Ich prophetiere dir auch gleich was. Prophezeit dir. Ich prophezeit dir, dass der Typi mich eigentlich gar nicht sehen hätte können. In der Brüderlichkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Ich muss mich in Sicherheit bringen. Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen. Den Herrn als unseren Retter und wahren Führer an. Oh, ich dachte gerade, der dreht sich zu mir, aber hat er nicht getan? Ja, Ezio, wieso machst du so eine Scheiße? Du sollst ins Wasser. So, da sollst du hin. Schön ins Wasser und erst untertauchen. Mal sehen, wie die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. Kann ich hier dran hochklettern? Komm schon. Nee, kann ich nicht. Gut, aber hier kann ich hochklettern. Okay. Komm schon, sag mir, dass der hier auch nach da hinten hochläuft. Nee, macht er nicht. Läuft nur bis da rechts. Der linke. Ja, gut. Dann muss ich die wohl mal dort erledigen und hoffen, dass das keine Desynchronisation zur Folge hat. Anscheinend nicht. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, die nicht mehr zu essen bekommen. Gut, dann muss ich jetzt halt auf die andere Seite. Wenn Sie essen wollen, müssen Sie Savonarola als Führer anerkennen. Das heißt, ich gehe hier mal chillig drum rum. Ganz, ganz chillig. Der sich nicht wundert, dass ich seine Reihen nicht. Ja klar! Drüben ging's und hier ist nicht. Ist logisch. Ist logisch. Die haben mich doch gar nicht gesehen. Die konnten mich gar nicht sehen.
Leute, den hier machen wir aber noch. Das Doofe ist nur, dass ich jetzt den ganzen Scheiß von komplett vorne an nochmal machen muss. So. Sterbt. Wie die Medici nur irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Ich sah sie als Schutzherrn an. Aber das war bevor der Prophet meine Augen öffnete. Dann sah ich das Übel des Mammons und die Spaltung, die er erzeugt. Das Problem ist, ich muss jetzt auch wieder auf diesen Typski hier warten und das ist mit was, warum ich Schleichmissionen hasse. Weil man halt einfach... Ja, klar, es ist auch so ein bisschen eine Art Puzzle, kann man sagen, aber... Es ist halt nervig. Ja, komm, Jungchen, komm her. Ja, pack dich da wieder fest. Okay, komm her. Und geht kaputt. So. Wenn man es wenigstens vorspulen könnte, wäre das ja eine andere Sache. Aber so sind solche Missionen einfach nur ätzend. Jetzt mache ich... Ne, ich muss zuerst den da oben machen, ne? Also sonst scheißt der mich wahrscheinlich an, von wegen... Ja, nö, jetzt haben wir dich gesehen. Ach, da kommen jetzt doch zwei. So, war vorher der andere hier nicht da? Leute? Wieso war der vorher nicht da? Ich verstehe es nicht. So. Die Frage ist, ob ich mit Giftpfeilen arbeiten kann, mit Giftdolchen. Den Herrn als unseren Retter und wahren Führer anerkennen. Okay, die haben mich nicht gesehen. Weil dann könnte ich nämlich oben die anderen beiden vielleicht mit Giftdolchen erledigen. Mit Gift. Habe ich Giftwurfmesser? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, dass es sowas gab, aber. Normale wären Schwachsinn. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Die sehen mich dann immer direkt. Okay, auf der rechten Seite kann ich das also nicht bringen. Ach komm, geh kaputt. Oh, Idiot hier. Sie sind schneller als andere waren und in der Lage, Ezio einzuholen. Ja, ja. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind und sie nichts mehr zu essen bekommen. Wenn sie essen wollen, müssen sie Savonarola. Da vorne kann ich es ja nicht machen, deswegen muss ich wirklich warten, bis dieser Arschi da wieder nach hinten kommt. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Ich kann es auch mal hier hinten hinter der Kiste versuchen. Wahrlich, ich sah sie als Schutzherrn an. Aber bevor der Prophet meine Augen öffnete. Der textet uns jetzt munter zu und ich kann mal kurz gucken. Ich habe auch eine Pistole, aber die ist halt auffällig, ne? Giftklinge, aber keine vergifteten Wurfmesser. Doof. Dann sah ich das Übel des Mammons und die Spaltung, die er erzeugt. Wirklich doof? Probier nachher mal was anderes. Eine der Brüderlichkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Ja, komm her. Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen. Dass die sich da immer festglitscht, das ist so witzig. Tschüssi.
So, zack. Tschüssi. Ja, mal halt auf den anderen nochmal warten. Ja, komm, komm. Und tschüssi. So. Und dann hier rüber. Wahrlich. Ich sah sie als Schutzherrn an. Weil den kann ich ja. Den kann ich ja. Den kann ich ja. Dann sah ich das Übel des Mammon. Die Spalten, die er erschaffen. So. Und wenn ich jetzt hochgehe. Savonarola führt uns in eine neue Ära. Eine der. So. Ja, ist aber nur so Dings da, der führt euch lediglich in den Tod. Wenn jetzt hier raufgehen. Als unseren Retter und wahren Führer. Und die Giftklinge nutze. Tschüssi. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da, du Arschi. Du vermasselst mir jetzt nicht meine ganze Mission. Nee, nee. Machst du nicht. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. Wenn sie essen wollen, müssen sie Savonarola als Führer anerkennen. Nein, ich bin nicht da. Du musst dich täuschen. Der bemerkt es also, der andere, aber wenn man schnell genug weggeht, dann checkt das nicht. Okay. Ach, die bekämpfen sich damit gegenseitig, oder wie? Ja, scheint so. Oh oh. Ja, komm ruhig her. Komm ruhig her. Ein Schritt näher. Ein Schritt näher. Komm schon. Mach doch noch einen Schritt. Wieso wirst du keinen Schritt mehr machen? Okay, dann muss ich halt einen Schritt machen. Wir müssen nur warten, bis der hier weg ist. Aber das war der Prophet meiner Augen öffnete. Und das ist am besten weg hier! Der konnte das gar nicht sehen, das war hinter ihm. Der cheatet. Der cheatet. Der hat den... Ich hab Augen am Hinterkopf, Cheat an. Als ob. Weißt, als ob. Als ob, einfach. Ja, und jetzt ist es ihm wieder scheißegal. Ich glaube, es hakt. Ein Dicker müsste aber dann noch da sein. Ach, da steht er jetzt da unten rum. Okay. Okay. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. Und tschüss. Wieder runter. Die noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft.
Wahrlich. Ich sah sie als Schutzherrn an. Ich muss mal gucken. Da ist der Typi. Dann war ich das Übel des Mammon. Die Falten, die er erzeugt. Ja klar! Ja klar! Als ob! Weißt, alle anderen laden sich erst auf und er... Kill dich. Okay, okay. Die Mission ist so doof, ey. Die ist so doof. Irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Kann ich eigentlich? Hier ist mal testweise. Wahrlich. Ich sah sie als Schutzherrn an. Weht meine Augen öffnete. Dann sah ich das Übel des Mammons und die Spaltung, die er erzeugt. Ja, geh doch runter. Meine Güte, also ich kann den nicht erschießen, so. Das ist doch doof, ey. Ja, da packt er sich wieder fest. Ich könnte natürlich aber auch probieren, tatsächlich hier den da hinten dann zu erschießen. Und tschüss. Super. Super. Gibt es da nicht irgendeine einfachere Möglichkeit, den irgendwie trickreich zu erledigen, bevor die anderen das checken? Komme ich da irgendwie auf den Mast drauf? Wenn Sie essen wollen, müssen Sie Savonarola Nein, nee, ich habe wieder 6. Okay. Okay. Wahrlich. Ich sah sie als Schutzherrn an. Ach so, der da oben, der stört sonst. Der Prophet meine Augen öffnete. Das ist ja doof, ey. Das ist richtig doof. Dann sah ich das Übel des Mammons und die Spaltung, die er erzeugt. Eine neue Ära. Eine der Brüderlichkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen. Ah, pack dich wieder fest. Jedes Mal aufs Neue. Okay. Dich Hammer. Jetzt kommt der. Und dann der hier. Und wenn der andere losgeht, sag ich mal Tschüss zu dem hier. So. Aber ich glaube auch, dass die ganze Mission bei mir verbuggt ist, weil eigentlich ist das ja so ein bisschen parallel aufgebaut, so ein bisschen symmetrisch, ne? Und links kann ich den Typ hier runterholen und rechts nicht. Ich glaube eigentlich, dass ich den rechten auch runterholen sollte. Aber das geht ja bei mir nicht. Das buggt ja bei mir. Und dadurch geht die ganze eigentliche geplante Lösung wahrscheinlich nicht. Ich meine, ich kenne ja mein Glück. Tschüss. Das Übel des Mammons, ja, ich sehe dich auch als Übel des Mammons. Savonarola führt uns in eine neue Ära. Eine der Brüderlichkeit, Gleichheit. Die Frage ist, kann ich die da oben, die beiden, irgendwie auf einmal erledigen? Das wäre irgendwie cooler. Weil dann müsste ich nicht zweimal ins Wasser runterspringen und zurückkommen. Was ja schon ein bisschen Zeit nervig Zeit nimmt. Ich meine, ich kann es einfach mal probieren. Na, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ich kann. Ich kann. Cool.
Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. So. Ruhe da. Was? Was habe ich getan? Ihr wolltet Unterwerfung erzwingen. Manchmal muss man dem Volk sagen, was es denken soll. Das hat noch nie zu etwas Gutem geführt. Auch wenn das Herz schwer ist. Mein Kopf ist klar. Requiescat in pace. Und tschüss. Du bist schneller als Vibat, so. Ja, bin ich. Siehst du doch, dass ich schneller als ihr bin. Oh, damit möchte ich nichts zu tun haben. Siehst du doch. Dreckskerle wie du kommen hier nicht. Latu, da ist er! Ja, Leute wie ich müssen da auch gar nicht langkommen. Die müssen lediglich hier raufkommen. Den Rest erledigt eure Inkompetenz. So. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es das für diesen Part erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part, auch wenn das jetzt gegen Ende nochmal ein bisschen länger ging. Aber gut, was sollen wir machen? Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Wenn es wieder heißt, Let's Play Assassin's Creed 2. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.